Hey San, hello und bonjour. Der Frederik hier und ich muss euch was gestehen. Ich bin richtig gut drauf heute, denn Frühling liegt in der Luft. Man riecht es, man schmeckt es, man sieht es. So geil. Heute möchte ich mit euch über Intermittent Fasting, also über Intervallfasten sprechen. Intervallfasten ist meine Killer-Methode, um schnell ein paar Kilos zu verlieren, sich fitter zu fühlen und auch einfach mehr Energie zu haben. Wie das mit dem Intervallfasten funktioniert, wie ich das mache und wie ihr das auch anwenden könnt, das schauen wir uns jetzt zusammen im heutigen Vlog an. Viel Spaß! Fangen wir ganz breit, ganz vorne an. Was sagt Wikipedia? Also, intermittierendes Fasten, auch Intervallfasten oder Kurzfasten genannt, ist die Bezeichnung für eine Ernährungsform, bei der ständig in einem bestimmten Rhythmus zwischen Zeiten der normalen Nahrungsaufnahme und des Fastens gewechselt wird. In verschiedenen Tiermodellen führt das intermittierende Fasten bei den so ernährten Tieren im Vergleich zu Tieren mit konventioneller Ernährung zu einer höheren Lebenserwartung und zu einer geringeren Rate an altersbedingten Erkrankungen. Wenn ich abnehmen möchte, das heißt, wenn Gewichtsreduktion mein Ziel ist, dann ist mir klar, dann ist uns allen klar, dass wir darauf achten müssen, was wir essen. Wir müssen uns also von den klassischen Dickmachern fernhalten. Soweit so nicht neu. Aber, und jetzt kommt Intermittent Fasting ins Spiel, das Spannende ist, dass nicht nur entscheidend ist, was wir essen, sondern eben auch, wann wir es essen. Das bedeutet, Timing is everything. Und das Spannende ist, dass Wissenschaftler bereits 2012 folgenden Test gemacht haben. Sie haben Mäuse in zwei gleich große Gruppen unterteilt und haben diesen Mäusen 4,5 Monate lang genau das gleiche Futter verfüttert. Also jeden Tag die gleiche Anzahl von Kalorien, beiden Gruppen. Den einzigen Unterschied, den sie gemacht haben, ist, der einen Gruppe haben sie ja 24 Stunden lang den Zugang zu ihrem Futter erlaubt und die andere Gruppe Mäuse hat nur von an 8 von 24 Stunden essen dürfen, also 16 Stunden lang gefastet. Und das Ergebnis, also der Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen war umso frappierender. Ich habe das nochmal versucht, zeichnerisch, sag ich mal, wertvoll aufzubereiten. Die Gruppe, die die ganze Zeit futtern durfte, und nochmal, die gleiche Anzahl von Kalorien, die war am Ende der 4,5 Monate fast doppelt so schwer und wesentlich verfetteter als ihre Artgenossen, die recht schlank und rank daherkamen. Und das, weil sie eben nur 8 von 24 Stunden lang gegessen haben. Spannend, und die Frage ist, warum ist das so? Und genau das schauen wir uns später an, aber jetzt lege ich erstmal los. Und zwar werde ich Intermittent Fasting nach der Body Change Methode machen. Das heißt, ich mache unseren 21 Tage Intermittent Fasting Sprint. Dafür habe ich hier in der begleitenden App alles, was ich brauche. Ich habe Rezepte, ich habe Coaching, ich habe unser Ernährungskonzept. Also das wird mein Coach für die nächsten Tage sein, um Intermittent Fasting erfolgreich zu machen. Mein Ziel sind es, 2 bis 3 Kilos abzunehmen und 3 bis 5 cm Bauchumfang zu verlieren. Und ich werde das Ganze für euch mindestens 9 Tage on camera dokumentieren. Genau, in diesem Sinne, let's go! Ich habe mich lange nicht mehr gewogen und das muss ich natürlich jetzt tun, wenn ich loslegen will und mein Ziel ist, 2-3 Kilos zu verlieren. Und ich muss ja wissen, wovon ich loslege. Und was ich auch mache, ist, mich zu messen, den Bauchumfang zu messen, weil auch da will ich ein bisschen was verlieren. Bin ich auch gespannt, wie viel eigentlich einmal drumherum momentan aussieht. So, zack, Brille ziehe ich an. Der Startpunkt sind 95,5 Kilos und 95 cm Bauchumfang. So, und dann schauen wir mal, was am Ende bei rauskommt. So, wir haben 12:46 Uhr, das heißt noch 14 Minuten, bis ich das erste Mal heute was esse. Ich freue mich riesig drauf. Ich habe aber den Vormittag, obwohl ich um 6.30 Uhr schon aufgestanden bin, eigentlich super gut durchgehalten. Ich habe viel Wasser getrunken, ich habe Kaffee gehabt und Tee. Also viel Flüssigkeit, das hat mir auch gut getan. Und ich habe vor allem gleich nach dem Aufstehen ein Hungergefühl gehabt. Aber das konnte ich eigentlich mit Wasser gut überbrücken. Genau, jetzt freue ich mich aber umso mehr aufs erste Essen. Gehe jetzt rüber in die Küche und bereite mir etwas Leckeres vor. Also, was habe ich mir vorbereitet? Eigentlich relativ simpel. Es gibt Brokkoli. Es gibt hier unsere Linsennudeln von Body Change. Dann selbstgemachtes Pesto
Und das sieht dann im Ergebnis eigentlich ganz schmeckelig aus. Ich zeige euch das mal. So, 10:45, Tag 1 ist vorbei. Ich habe um 8, genau, 7:30, habe ich zu Abend gegessen. Und seitdem fühle mich eigentlich satt. Habe jetzt hier mir noch vernünftig Wasser gekauft, um genug zu trinken. Aber ansonsten ist der erste Tag eigentlich sehr gut verlaufen. Und freue mich morgen auf Tag 2, Intermittent Fasting. Gute Nacht alle zusammen, schlaf gut. Guten Morgen, Tag 2. Wir haben jetzt 8:52 Uhr. Ich bin etwa eine Stunde wach jetzt, fahre jetzt gleich in die Stadt und habe heute früh schon ein Glas Wasser getrunken. Genau, und jetzt, was gibt es jetzt zum Frühstück? Kaffee und Wasser. Also, es gibt einfach einen doppelten Espresso ohne Milch, so wie ich ihn immer trinke. Und mein Begleiter ist diese Flasche Wasser. Und das war es eigentlich auch schon. Und ich muss sagen, dass gestern nach 9 Uhr nicht mehr essen hat mir gar keine Probleme mehr gemacht. Also, das war ganz entspannt. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es mir den zweiten Vormittag geht. Genau, also kommt einfach mal mit, wir fahren in die Stadt. So, zurück von meinem Frühstücksmeeting in der Stadt. Ich habe einfach nur Kaffee getrunken, nichts gegessen. Der Kollege, mit dem ich mich da getroffen habe, hat ein Rührei, also eigentlich auch gesund, aber ich konnte relativ einfach widerstehen. Jetzt meine erste Mahlzeit. Wir haben jetzt kurz nach 1, 20 nach 1. Und was ich mir gemacht habe, auch wieder ganz im Body Change Kontext, zeige ich euch einfach mal hier. Schaut mal her. Also, wir haben, das versteckt sich hier drunter. Ich mache das mal so auf. Bohnen angebraten mit ein bisschen Speck. Darüber Feldsalat. Ein selbstgemachtes, aber simples Dressing und Cashewnüsse obendrauf. Genau, das ist, das gibt es jetzt zum Mittagessen. Und ich freue mich total drauf. Und auch das ist, was ich jetzt schon spüre, ich werde das jetzt bewusst essen. Ja, also ich nehme jetzt Zeit, ich filme jetzt nicht, ich gucke jetzt nicht, ich lese jetzt nicht, sondern ich esse jetzt ganz bewusst diese erste leckere Mahlzeit des Tages und freue mich da sehr drauf. Zurück zu unseren Mäusen und zur Frage, warum Intermittent Fasting funktioniert. Der erste Grund dafür ist, dass alle Lebewesen seit jeher schon nach einem sogenannten Schlaf-Wach-Rhythmus, wenn ihr so wollt, programmiert sind. Das bedeutet, unsere Körper, unsere Organe sind daran gewöhnt, dass es eine Zeit gibt, und zwar die Zeit, in der es dunkel ist, in der Nacht, in der sie zur Ruhe kommen und eine Zeit, nämlich tagsüber, in der sie aktiv sind und auch sein müssen. Und das bedeutet, wenn wir das respektieren, wenn wir uns auch genau nach diesem Rhythmus ernähren, dann tun wir diesem Schlaf-Wach-Rhythmus einen Gefallen. Wenn wir das nicht tun, überraschen wir unseren Körper und unsere Organe und bringen sie somit eigentlich aus dem Rhythmus, den sie kennen. Der zweite Punkt ist der, dass unser Körper auch Ruhe zum Arbeiten braucht. Das heißt, in dieser Zeit, in diesem Zeitfenster, kann die Zellerneuerung stattfinden und tatsächlich auch die Fettverbrennung. Also wir tun ihm damit etwas Gutes, weil wir ihm Zeit dazu geben, auch wirklich zu arbeiten. Ihr müsst euch auch so ein bisschen so vorstellen wie so ein Ofen. Wenn man den anheizt, dann ist das Arbeit und dann kommt er überhaupt erst in Schwung. Und das ist eigentlich für tagsüber gedacht und nicht für nachts. Und der dritte und letzte Punkt, warum Intermittent Fasting funktioniert, naja, weil es kommt natürlich auch dadurch, dass wir eine Mahlzeit weglassen, bei mir ist das morgens der Fall, zu einer Kalorienreduktion und das hilft natürlich auch beim Gewichtsverlust. Jetzt stellt sich die Frage, für wen ist Intermittent Fasting geeignet? Und da wäre eigentlich meine Antwort drauf, für alle, die ja schnell Körperfett verbrennen wollen und das kann ja unterschiedliche Gründe haben, das kann einen Anlass haben wie ein Fest, ein Event oder eine Hochzeit. Es kann auch einfach sein, dass man jetzt mal einen Sprint einlegen möchte und für alle die, die auch ihr Wohlbefinden unabhängig und abseits von der Gewichtsreduktion gerne steigern würden. Das Lustige ist, dass wenn ihr Intermittent Fasting macht, seid ihr nicht alleine, denn
Hollywood sozusagen ist auch am Start. Es gibt diverse Hollywood-Schauspieler, die auf Intermittent Fasting schwören. Hallo, guten Morgen und herzlich willkommen zum Tag 5 von Intermittent Fasting. Ich habe heute einen Reisetag und zwar geht es heute nach München. Das heißt, ich werde heute mal sehen, wie Intervallfasten mit Reisen zu kombinieren ist. Ich glaube, das wird mir gut gelingen. Erste Versuchung heißt, im Flugzeug nicht diese super Snacks sich reinzuziehen, aber ich bin da ganz guter Dinge. Genau, und ansonsten freue ich mich auf den Rest des Tages. Energielevel ist bei mir oben. Also ich spüre einfach schon irgendwie, wie diese Prozesse in meinem Körper arbeiten und ich mehr Power habe. Und das, obwohl ich schon um 5.30 Uhr aufgestanden bin. Bin also guter Dinge. Ich habe heute, professionellen Besuch bei mir zu Hause und zwar Herr Dr. Malte Rubach, seines Zeichens Ernährungswissenschaftler. Korrekt. Ich wollte unbedingt das Thema Intermittent Fasting auch nochmal sozusagen ein bisschen wissenschaftlicher mit euch und für euch beleuchten lassen. Deswegen würde es mich ganz brennend interessieren, Herr Doktor. Was ist Ihre Sicht auf das Thema Intermittent Fasting? Ich bin ja bekennender Fan. Wie sehen Sie das? Es ist definitiv eine der einfachsten Methoden, um einfach die Kalorienzufuhr zu begrenzen, ohne dass man Kalorien zählen muss. Das heißt also, ich beschränke mich auf eine bestimmte Zeit am Tag, wo ich essen darf. Also deswegen fällt es mir auch so leicht, weil ich weiß im Prinzip, das ist das Fenster, in dem ich tatsächlich essen kann. Das ist das Fenster, in dem ich nicht esse. Was ich bei mir gemerkt habe, ist das zu erklären, dass ich wirklich 2-3 Tage immer brauche, um in diesen Trott zu kommen und wo es noch ein bisschen mir schwerer fällt. Und dann fällt es mir eigentlich immer einfacher. Woran liegt das? Habe ich dann plötzlich weniger Hunger? Und ich esse auch nicht extrem viel, wenn ich dann meine erste Mahlzeit esse. Wie ist das zu erklären? Ja, also der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das heißt, diese ersten Tage, das ist sicherlich auch ein psychologischer Effekt. Auf der anderen Seite passt sich der Körper tatsächlich in dieser Zeit an. Der merkt, er kriegt weniger. Und zwar auch zeitlich gesehen stellt er sich darauf ein. Und in der Zeit fährt er wirklich seinen Grundumsatz etwas runter, also passt sich an und dementsprechend wird auch das Hungersignal schwächer. Okay. Also nur wenn der Grundumsatz auch wirklich oben bleibt, dann habe ich auch dieses stärkere Hungersignal und deshalb hat man einfach diese Startschwierigkeit. Ja, und dann ist es ja so, das habe ich zumindest so für mich mitgenommen, ist es schon wichtig, wenn man das jetzt macht, eine gewisse Zeit lang, dass man diesen Rhythmus auch beibehält, dass man sozusagen die Zeit, in der man isst und die Zeit, in der man nicht isst, dass das immer dieselbe ist und dass man nicht jeden Tag wechselt. Spielt das eine Rolle? Ist das wichtig? Ja, also gerade dieser Gewohnheitseffekt auf der anderen Seite, also vorher ist der Körper daran gewohnt, ständig Essen zu haben und kommt damit ganz gut klar. Und umgekehrt braucht er natürlich auch da wieder so ein etwaiges Raster, in das er sich einfügen kann, weil wir folgen einem sogenannten zirkadianen Rhythmus, also einem Tagesverlauf, das ist uns biologisch einprogrammiert. Wenn man relativ einfach und schnell ein paar Kilos verlieren möchte, ist Intermittent Fasting durchaus der richtige Weg. Das ist mit Sicherheit einer der effektivsten und effizientesten Wege. Ja. Und wer es halt über einen längeren Zeitraum auch mit sich und seinem Tagesablauf vereinbaren kann, der wird damit gut fahren. Sehr schön. Herr Dr. Rubach, ich bedanke mich für Ihren Besuch. Wir haben einen Experten im Hause gehabt, das versuche ich ja auch immer. Hoffe, ihr habt auch was mitgenommen und freue mich. Bis später. Abendessenzeit ist heute bei mir Pizzazeit. Es gibt unsere leckere Body Change Pizza. Und heute habe ich draufgelegt Brokkoli, Tomatensauce, einfach clean, Salami und ein bisschen Ziegenkäse. Ziegenkäse, oder? Ziegenkäse. Ziegenkäse habe ich drauf gemacht. Das klingt jetzt so, als hätte ich nicht selbst gemacht, natürlich quasi komplett selbst gemacht. Lulu, wie magst du die Body Change Pizza? Ja, einfach nur mit Schoko. Bitte was? Einfach nur mit Schoko? Ja, mit süßer Schoko. Oh, da sehe ich das schon rauslunzen.
Aber wollen wir nicht zu viel zeigen. Pizza gibt's. Ich hoffe, ihr habt auch was Leckeres. Bis später. Hey zusammen, wir haben jetzt 23.36 Uhr und das ist mein letzter Abend Intervallfasten. Und deswegen wollte ich mal mit euch sozusagen zum Thema Intervallfasten ein Fazit ziehen. Und zwar das Fazit, bevor ich dann auch morgen auf die Waage steige, sehe, was das kilomäßig gebracht hat, bevor ich mich morgen vermesse. Einfach sozusagen mal, ja, was ist mein Gefühlsfazit nach Intervallfasten? Also zum einen, was ich mega finde, ist es einfach anwendbar. Und es ist deshalb so einfach anwendbar, weil es mir wirklich nicht schwerfällt, mich genau an diese zwei Zeiten zu halten. Ja? Also an die Zeit, in der ich essen kann und an die Zeit, in der ich nichts esse. Klar, der Einstieg, da muss ich mich dran gewöhnen, dass ich in den ersten Stunden des Tages eben nichts esse. Aber es ist für mich so simpel umzusetzen, dass es eben keine zwei Meinungen gibt. Es ist total leicht, mich dran zu halten. Der zweite Punkt ist, es funktioniert. Und wenn ich meine, es funktioniert, also wir werden morgen sehen, wie viel es auf der Waage funktioniert hat. Aber ich spüre/sehe schon, dass es Effekt hatte. Und der dritte Punkt ist, und das ist eigentlich so der Hauptpunkt, es fühlt sich richtig gut an. Also ich fühle mich, seitdem ich Intermittent Fasting mache, besser. Ich fühle mich fitter, ich habe viel mehr Energie. Ja, alles fühlt sich besser an. Und insofern ist mein Fazit vor der Waage, ich mache weiter. Ich mache weiter, aber ohne Kamera. Insofern hat es mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, auch ihr habt was mitgenommen. Und ich hoffe, ihr probiert es einfach selbst mal aus. Wir haben das 21 Tage Intermittent Fasting jetzt, was ihr ausprobieren könnt, was ich euch empfehle. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, das zu machen. Am Ende des Tages ist es egal was. Hauptsache, ihr versucht es mal und schaut, ob es für euch funktioniert. Und für mich hat es funktioniert. Und das sage ich euch heute am Abend, bevor ich weiß, wie viel Kilos ich verloren habe. Einfach von dem Thema Anwendbarkeit und wie es sich anfühlt. I love intermittent fasting. And you?